Dich nerven WhatsApp-Kanäle und du möchtest sie am liebsten löschen oder ausblenden, dann ist dieses Video hier für dich. Wie schon gesagt, heute zeige ich dir, wie du den Bereich Kanäle hier komplett ausblenden kannst. Dafür tippen wir als allererstes auf die drei Punkte und dann auf Einstellungen und dann gehen wir zu dem Punkt Jets. Und ganz unten ist der Punkt Jet Backup und hier erstellen wir einen. Sobald das Backup fertig ist, gehst du dann raus und dann deinstallieren wir WhatsApp. Nun öffnet ihr den Browser und sucht Up to Down. Dann nehmen wir hier die erste Webseite und dann oben rechts auf die Lupe und suchen WhatsApp. Hier gehen wir dann weiter runter und da ist der Punkt ältere Versionen. Da tippen wir drauf. Und hier findest du jetzt alle älteren Versionen von WhatsApp archiviert und zum Download bereit. Ich nehme mir hier die Version vom 30. August und dann auf Downloaden. Jetzt bekommst du eine Warnung, dass die Datei gegebenenfalls schädlich ist. Die Datei ist nicht schädlich, deswegen trotzdem herunterladen. Sobald sie fertig runtergeladen ist, dann auf Öffnen und Installieren. Sobald die App installiert ist, tippen wir auf Öffnen und gibst dann deine Telefonnummer ein. Jetzt fragt er dich nach dem Backup. Hier tippen wir auf Wiederherstellen. Und nun hast du eine WhatsApp-Version ohne Kanäle. Hat's bei dir geklappt? Schreib's in die Kommentare. Solltest du auf Probleme gestoßen sein, schreib mich einfach auf Insta an. Speicher das Video für später und folg mir für mehr.